Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die im Februar Geburtstag haben. Wenn ihr euch aus diesem Anlass eine Horoskopberatung gönnen wollt mit eurem Geburtstagshoroskop, dann meldet euch gerne bei mir. Entweder über meine Homepage oder direkt auf meinem Kundentelefon. Und beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. In der kosmischen Schwingung habe ich ja schon gesagt, dass der Februar ein verführerischer Monat wird. Und das gilt ganz besonders für euch, meine lieben Fischegeborenen. Denn die zauberhafte Energie des Fischezeichens ist stark betont, besonders in der zweiten Monatshälfte. Ihr seid also einmal mehr die großen Flirts und Verführer und Verführerinnen des Monats. Für den Erlebnishintergrund schaut doch bitte in den ersten Teil eures Jahreshoroskops. Da habe ich ausführlich erläutert, was die langsam laufenden Planeten für euch bedeuten und welche Geburtstagskinder betroffen sind. Das könnt ihr übrigens auch im Buch nachschlagen. Wichtig für den Februar sind folgende Aspekte für euch. Den günstigen Einfluss von Jupiter haben die Geburtstagskinder vom 10. bis 14. März auf ihrer Sonne. Den stabilisierenden Aspekt von Saturn empfangen die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. Februar. Und die Lilith inspiriert euch besonders, wenn ihr zwischen dem 26. Februar und dem 3. März Geburtstag habt. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im Februar an. Der Monat startet für euch in der Liebe noch etwas verhalten, denn die Sonne und die Venus stehen noch im Wassermann und damit im 12. Sonnenhaus, also ein bisschen versteckt. Vielleicht habt ihr einfach Lust auf Innenschau und Rückzug oder ihr braucht mehr Schlaf als sonst. Das ist eine gute Zeitqualität für Heilung und Gesundheit, weil der aufsteigende Mondknoten in eurem Gesundheitshaus steht. Falls ihr in einem heilenden Beruf tätig seid, finden vielleicht diejenigen zu euch, deren Leben von der Mondfinsternis aufgewirbelt wurde, oder ihr habt besonders starke Eingebungen aus der geistigen Welt. Gleichzeitig werdet ihr von Mars allerdings herausgefordert. Der steht in Spannung zur Fischesonne und das für den ganzen Monat. Diese Konstellation kann euch ein bisschen gereizt und empfindlich machen. Es kann passieren, dass ihr euch schnell angegriffen fühlt und Dinge persönlich nehmt. Das gilt bis zum 11. Februar für die erste Dekade eures Zeichens und danach bis zum Ende des Monats für die zweite Dekade. Ein Top-Tag ist am Sonntag, den 11. Februar. Da geht nämlich die Venus in euer Zeichen Fische. Und es gibt positive Aspekte mit Saturn. Das heißt, wenn ihr an dem Tag jemanden kennenlernt, ist das Potenzial vorhanden, dass daraus etwas Langfristiges wird. Die Venus verwöhnt euch dann für den Rest des Monats mit reichlich Liebesenergie und Verführungskraft. Bis zum 19. Februar genießt das die erste Dekade der Fische, danach bis zum 27. Februar die zweite Dekade und anschließend bis zum 7. März die dritte Dekade. Falls ihr Karneval feiert, werdet ihr sicherlich häufig im Mittelpunkt stehen und umwerfend aussehen. Allerdings steht ja der Mars weiterhin in Spannung zu euch. Vom 14. bis zum 23. Februar ist eine kritische Phase, wo es zu Enttäuschungen und Missverständnissen kommen kann. Weil der Mars im 10. Haus der Karriere steht, kann das auch berufliche Entwicklungen betreffen. Ihr müsst also unbedingt klare Signale aussenden, da müsst ihr euch drum bemühen, denn ihr könnt im Grunde viel erreichen, weil eure Ausstrahlung so bezaubernd ist. Aber es stürmen wahrscheinlich mehrere Dinge gleichzeitig auf euch ein, als hättet ihr mehrere parallele Realitäten zu meistern. Zum Beispiel eine feste Beziehung, darüber hinaus noch weitere Verehrer und außerdem berufliche Projekte, die auch eure Aufmerksamkeit fordern. Ihr habt einfach viele Eisen im Feuer und das kann euch überfordern. Deswegen wäre der Tipp der Sterne, dass ihr euer Leben so klar und einfach wie möglich gestaltet und euch nicht zusätzlich auf Techtelmechtel oder auch Projekte einlasst, die euch von dem ablenken, was ihr eigentlich wollt. Der Neumond am 15. Februar kann da sehr wichtig für euch werden, denn ihr könntet Eingebungen für überraschende Lösungen bekommen. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr um Hilfe aus der geistigen Welt bittet, denn er findet für euch im 12. Haus der Spiritualität statt. Wenn ihr mehr pragmatisch veranlagt seid, dann bittet doch einfach um Eingebungen oder Träume, die euch bei der Lösung eurer Probleme helfen. Ein Top-Tag ist der Samstag, der 17. Februar. Dann verbindet sich nämlich der Mond,
hier mit Jupiter und dem Glücksplaneten und verteilt die schönen Liebeskräfte der Venus im gesamten Fischezeichen. Wenn ihr da eine Einladung habt oder einfach Lust habt auszugehen, solltet ihr unbedingt vor die Tür gehen. Und solltet ihr am 18. Geburtstag haben, ist das auch ein idealer Tag, um in euren Geburtstag hinein zu feiern. Denn am 18. Februar um genau 18.18 Uhr wechselt dann die Sonne ins Zeichen Fische. Das ist dieses Jahr eine besonders schöne Schnapszahl. Gleichzeitig beginnt dann auch die Venus ihren Durchgang durch die zweite Dekade eures Zeichens, wo auch der Neptun steht. Und das rückt die verzaubernde und verführerische Energie des Fischezeichens sehr stark in den Vordergrund und damit auch euch als Vertreter dieser Energie. Weil der Mars nun weiterhin in Spannung dazu steht, habt ihr eine große Verantwortung. Ihr könnt jetzt sehr leicht alle um den Finger wickeln und jedem den Kopf verdrehen und mit eurem Charme erreichen, was ihr wollt. Aber ihr solltet darauf achten, dass ihr dabei keine Verwirrung stiftet und nicht in Menschen falsche Hoffnungen weckt. Dann könnt ihr diese magische Energie sehr gut für euch nutzen und auch, um anderen Menschen zu helfen. Wenn ihr Heiler seid, strömen jetzt große Kräfte durch euch in die Welt und die solltet ihr weise einsetzen. Dann gibt es noch zwei Top-Tage für euch am 21. und am 22. Februar, denn der Mond im Stier verbindet sich dann mit Saturn und mit euren Fischeplaneten und das wirkt stabilisierend auf euch. Ihr könnt euch dann sehr gut mitteilen und werdet verstanden und es hilft euch dabei, klare und vertrauenswürdige Signale auszusenden. Das sind gute Tage für die Freundschaft und natürlich auch für die Liebe mit der Venus in eurem Zeichen. Zum Monatsende geht die Venus in einen versöhnlichen Aspekt mit Glücksplanet Jupiter, sodass der Februar harmonisch ausklingen dürfte. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.